Hallo und willkommen zurück hier in Green Hell, in unserem grüne Hölle Schwierigkeitsmod, im Story Mode, hier auf dem Weg zur Platin-Trophäe. Im letzten Teil haben wir ja da unten im Omega-Labor unser Heilmittel-Final gefunden und jetzt sind wir im letzten Part. Das ist leider schon etwas später und wir sind jetzt hier gerade kurz vor dem Ende, mehr oder weniger. Wir müssen jetzt nur noch das Stammesdorf finden. Ich denke aber, dass ich mich noch mal in unser altes Lager schlage. Oh. Oh, jetzt begegne ich vielleicht doch noch hier Stammeskriegern. Kurz vor Ende. Ja. Sieht er mich? Bleibt er stehen? Okay, er ist vorbeigezogen. Ich gehe jetzt hier mal Richtung Süden, müsste ich, glaube ich, um zu dieser. Oh, da ist einer. Natürlich, ich hätte wissen müssen, dass die kommen immer zu zweit. So, einen haben wir. Das ist die Frage. Ja, da ist der andere, der kommt auch. Uff. Aua. Aua. Verdammt. Wenn der einmal zu nah dran ist, dann bin ich hier mit meinem Pfeil und Bogen nicht gut aufgestellt. Wo ist er hin? Oh. Das hört sich immer so unheimlich an, wenn die hier so an einem vorbeirennen. Okay. Na komm schon. Okay, er ist verblutet. Ah, hey, das war jetzt nochmal aufregend. Okay, aber wir können ja hier auch nicht durchs Spiel gehen, ohne einen Kampf gemacht zu haben. So, habe ich nicht drei Pfeile nicht reingehauen, Meister? Ich komm, ich häute ihn mal. Guck mal. Ja, ich habe meine Pfeile wieder, alles gut. So, ich könnte natürlich auch noch mal eine Rüstung gebrauchen eigentlich. Ich mache mal den Stapel kaputt. Hol mir hier noch mal ein Seil. Dann gucke ich mal, ob es hier irgendwo ein Bananenblatt gibt und dann könnten wir theoretisch daraus gleich noch eine Rüstung basteln. Aber jetzt gehe ich mal hier runter. Ich glaube, das ist der Weg zu dieser. Ja, das ist der Weg zu unserem alten Lager. Und genau da will ich hin. Da denke ich, werde ich die Nacht verbringen. Jetzt gucken wir einmal hier. Ich weiß, wir sind schmutzig. Ich glaube nämlich, ja, die ist auf 13%, 41. Das ist noch die Gürteltierrüstung. Okay, komm, dann machen wir die hier. Leg mal ab. Und holen uns hier eine neue Rüstung. Zack. Und dann stellen wir hier einmal her und benutzen dann die Knochen, die wir jetzt netterweise gerade gekriegt haben. Zwei Seile. Und halt mal. Ach so, ich habe keinen Platz. Ja, das ist tatsächlich wahr. Moment mal, jetzt muss ich hier erstmal. Das braucht man nicht mehr. Damit können wir im Notfall nochmal. Ne, einen Pfeil herstellen. Wobei, das habe ich auch echt genug, ne? Wenn ich hier gerade mal gucke, wie viele Pfeile ich habe. Zerstöre ich den Rest. Das zerstöre ich auch. Und jetzt sollte das hier eigentlich klappen. Sehr schön. So. Und dann legen wir die hier wieder an. Und dann sind wir zumindest da wieder gut geschützt. Linker Arm ist immer noch etwas anfällig. Der war irgendwie bei 13% oder so. Aber das soll uns jetzt mal nicht so stören. Im besten Fall begegnen wir gar keinen Gegnern mehr. Einmal schön waschen. So, spätestens jetzt hier an dieser Stelle sollte einem klar sein, dass wir schon eine Weile hier durch den Dschungel irren. Denn das ist unser Lager, wo die Einführung stattfindet und dementsprechend sieht man ja, das ist schon so überwachsen. Das passiert hier nicht in ein paar Tagen so gesehen. Also von daher, naja, spätestens hier kann einem klar werden, okay, wir sind offensichtlich schon etwas länger im Dschungel. Jetzt würde ich aber sagen, machen wir hier an der Stelle, wo wir auch in der Einführung ein Feuer machen, auch hier ein kleines Feuerchen. Zack.
Ich weiß gar nicht, ob ich genügend Stöckchen habe. Vermutlich nicht. Oh, nicht im Ansatz. Okay. Einmal schön Holz fällen. Zack. Sammeln. Oh ja, klein brauche ich auch. Dann sammle ich hier gleich nochmal einen kleinen. Und das sollte eigentlich ausreichen. Hey, Karte brauche ich nicht. So. Das sollte ausreichen, um hier ein kleines Feuerchen zu machen. Und das zünde ich jetzt aber gar nicht an. Wir sind nämlich wertetechnisch noch eigentlich ganz gut aufgestellt. Jetzt gucke ich gerade mal. Ja, das passt alles. Und jetzt penne ich bis morgen früh durch. Muss ich wahrscheinlich zweimal für pennen. Und dann nutzen wir den Tag morgen, um ganz gemütlich zum letzten Lager zu kommen. Müssen noch die Zutaten für den letzten Ayahuasca-Trank finden. Und dann können wir gucken, dass wir das gute Ende hier hinbekommen, würde ich sagen. So, einmal schlafen, 6 Uhr morgens, das reicht mal. Da haben wir die vollen Tagesrhythmus mit dabei. Jetzt machen wir mal den hier kaputt. Und dann nochmal den Handbohrer benutzen. Zack. Und ein kleines Feuerchen gemacht. Ich habe nicht wirklich was gejagt, tatsächlich habe ich gerade gemerkt, ich habe gar kein Fleisch und so dabei. Aber ich muss mal zumindest was trinken. Deswegen mache ich das jetzt mal so. Machen wir das einmal so. Und dann können wir ja hier einen Pilz einfach reinschmeißen. Bin nahrungstechnisch nicht wirklich gut aufgestellt, aber wir haben so viel Fast Food hier dabei, das esse ich jetzt mal einfach. Militärration. Ja, das gibt von allem etwas. Also von daher, das reicht eigentlich schon. Ja, nochmal was trinken vielleicht. Zack. Holen wir uns hier nochmal frisches Wasser. Einmal aufgefüllt. Zweimal aufgefüllt, okay. Flüssigkeit nicht mischbar. Also anscheinend kann man die, wenn sie die ganz, nicht ganz leer sind, gar nicht auffüllen. Okay. Dann nehmen wir die Schildkröte wieder mit. Und ich denke, das reicht erstmal. Ich esse jetzt mal hier den letzten Pilz auch noch. Und dann sind wir wieder einigermaßen drin. Wir bräuchten noch vielleicht ein Nüsschen oder so, aber das liegt jetzt hier nicht rum. Egal. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal los und holen uns den Ayahuasca-Trank, die Zutaten dafür, und dann geht's los ab zum Ende des Spiels. Ich kann es kaum glauben, aber wenn jetzt nicht noch irgendwie heftig was dazwischen kommt, dann. Das können wir eigentlich zerstören. Das müssen wir jetzt hier nicht so rumliegen lassen, den armen Panzer. Geht's hier nicht hoch? Ah, hier. Liegen hier Nüsse? Nee, auch nicht. Das heißt, wir sind jetzt auf dem Weg zum Finale. Gutes Ende wollen wir schaffen. Das heißt, wir haben das Heilmittel dabei und können das dann am Ende Mia geben. Und dann bin ich mal gespannt, was dann passiert. Ah, hier habe ich einen Pfeil vergessen. Danke. So, jetzt gucke ich tatsächlich nochmal auf die Karte. Wir müssen hoch und dann Richtung Westen. Norden und dann Westen, genau. Okay, ich nehme doch mal wieder meinen Pfeil und Bogen mit. Hier ist ein Weg. Okay, hier bin ich richtig eindeutig. Sehr schön. Wir hätten tatsächlich auch von der anderen, von dem unserem alten Lager jetzt quasi zurückgehen können. Da kommt man dann auch über Umwege durch so eine Höhle, glaube ich, hier zum großen Camp. Aber ich glaube, dass das hier der schnellste Weg ist. Nehmen wir hier nochmal Safety eine Ration mit. Oh, ich merke gerade, schon wieder irgendwo Egel, kann das sein? Immer am letzten Bein, ey. So, einmal.
Zweimal und dreimal, okay. Ja, und ich muss dran denken, hier die Zutaten für den Trank mitzunehmen irgendwann. Oh, halt mal, hier müssen wir immer aufpassen. Sind hier nicht auch Skorpione? Okay, da unten ist das Dorf. Ja. Da unten ist das Dorf. Jetzt überlege ich gerade, kann man hier links und rechts gehen? Vermutlich schon, ne? Ich gehe mal rechts. Ich glaube, letztes Mal bin ich links gegangen. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Aber ich denke, ich komme hier runter. So, jetzt einfach drauf achten. Ah ja, guckt mal hier. Das ist doch schon mal sehr gut. Einmal. no. Oh no, You gotta be was? kidding me. Ach so, ihm ist jetzt der Stein kaputt gegangen. Ich habe gerade gedacht, was ist jetzt passiert? Wir haben ja gerade einen aufgehoben. Zack. Und dann esse ich hier meine Nüsschen. Und dann sind wir da auch schon wieder voll im Saft, sozusagen. So. Und dann brauchen wir nur noch so einen großen Baum. Und dann haben wir die Wurzel auch. Jetzt hier bloß nicht nochmal irgendwie. Oh, ich sehe da vorne den Baum. Hier nicht auf den letzten Metern noch mal irgendwo reintreten. Hier was, das ist aber ein Tier. Oh, und das sind noch Bananen, das ist sehr gut. Zack. Eine Banane nehmen wir mit, eine essen wir direkt. Und jetzt sollten wir voll fit sein. Yes, das sieht gut aus. Bisschen Proteine fehlen vielleicht. Wir könnten jetzt hier noch mal auf die Jagd gehen. Aber wir sind ja quasi schon fertig. Also ich glaube, dass man jetzt hier nur noch den Trank braut und es dann geschafft hat. Ich bin jetzt ziemlich durchgerannt hier, sehe ich ein. Ich habe jetzt hier nicht wirklich erkundet, keine große Basis gebaut. Ich denke, ich werde irgendwann mal noch einen Überlebens-Mode spielen und das auf jeden Fall noch ausprobieren. Aber ich wollte jetzt hier einfach unbedingt mal endlich die Platin-Trophäe sichern und jetzt hier deswegen gar nicht groß rummachen. Das hatte jetzt dann doch Priorität bei mir, dass jetzt hier endlich mal Platin poppt. Kann ich hier eigentlich? Ne, ich komme hier einfach nicht rein. Ich muss einmal komplett außen rum. Na gut. Oh, oh, ich habe gerade gedacht, das war nur Biene. Okay, jetzt sind wir da und hier sind wir im letzten Dorf. Mia? Mia, where are you? Mia, say something! Ich glaubt die schon eine Weile weg, Dude. Ah, verdammt, ich brauche natürlich auch noch mal. Ah, das ist nett, danke. Muss hier auch noch mal ein Feuerchen bauen hier. Zack. Also man kann das Spiel echt schnell durchspielen, wenn man es drauf ankommen lässt, muss ich sagen. Das hatte ich nicht so auf dem Schirm, dass man hier so durchrennen kann. Da ist auch noch ein Stock. Einmal und dann sammeln wir, nicht herstellen. So, das sollte schon reichen. Ich glaube, zwei fehlen mir hier noch. So. Okay. Haben wir noch ein trockenes Blatt? Ja, genau das letzte. Wow, okay. Das war jetzt aber auch ein bisschen Glück. Benutzen. Und unser letztes trockenes Blatt benutzen wir hier, um das One. letzte Feuer anzuzünden. Sehr gut. Zack. Und ich glaube, wenn man das jetzt macht, dann ist das Spiel zu Ende. Sehe ich das richtig? Ich denke schon. Ich habe das Heilmittel eingesammelt, also von daher können wir jetzt hier eigentlich nichts falsch machen. Ich riskiere das jetzt einfach. Ich bin gespannt, was passiert. Los geht's. Okay, ja, das ist, glaube ich, eine relativ lange Sequenz hier am Ende. Jetzt kommt doch hier, jetzt träumt er das wieder, dass das ganze Dorf voll Menschen You're ist gonna und so miss them weiter. again. Mia, where are you? Wir dürfen uns nur später You nicht stay verklicken, here with wenn wir me die das Heilmittel geben again. wollen. Is that what you want? Oh, ich kann mich schon drehen. Was passiert? Ah, da. Servus. No, not again.
sie ist doch wahrscheinlich schon längst tot, oder? Oder ist sie schon am... Ist sie wirklich noch im Krankenhaus und wartet auf uns? Just tell me what happened! You cured me. Da. You gave me back hope. I could taste and smell again. I could eat without throwing up. Those were the best 6 months of my life. And you were by my side the whole time. Okay. But Jake, I feel it coming back. I'm afraid of it. I lived, but felt dead. I can't go through all that again. I can feel the same grip on my throat. I can't swallow or breathe. Seconds stretch into hours, and I'm just waiting. I'm just waiting to die. Okay. Every patient of a Molochor became a walking time bomb. Oh yes, sie rastet. Everyone was infected. Everyone. Even you. Ich auch. Okay. You left me here. You left me alone to die. You wanted to save me again, but what will the price be this time, Jake? What will you sacrifice this time? Naja, also komm, ich hab das Heilmittel dabei mir. Ich war nur wahrscheinlich ein Jahrzehnt im Dschungel oder so. So, jetzt sind wir wieder hier. Alle tot. What the? What happened here? Ah, da ist der Junge nochmal. Everything we do makes the tribe suffer. Ich habe ihre Geheimnisse gehört. Okay, also das ist nicht die Stelle. It's easier not to remember, isn't it? Do you even remember how you got here? Of course I do. By boat. With you. We put up a tent and... Are you sure? Das war das erste Mal, oder? I don't understand. How long have you been here? Mia... You know, I can't remember. Just tell me. Okay. Ah ja, jetzt sind wir hier wieder im Labor. Wir haben das Heilmittel, dran denken. Wir brauchen jetzt das gute Ende. Weeks passed. You were certain you would find the cure. Everyone lost hope. Time went by. You were all alone. How long can you survive on your own? How long can you live with the deaths of millions on your conscience? So, jetzt gehen wir hier von einem Zelt ins andere. Oh, cool. Just push it all away. Ach, das war hier, wo ich nicht wusste, was man machen muss. Ich glaube, man muss hier am Ende mit dem Walkie-Talkie interagieren, ne? Das war hier, kam ich ewig nicht weiter, weil das Funkgerät beim ersten Mal denkt man, ah, okay, man kann nicht interagieren und dann muss ich aber erst zu Ende reden. Okay. Jake? Please answer, Jake. I need you here, Jake. Okay, wir haben uns immer nur die Voicemail angehört, nicht das Walkie-Talkie benutzt. So, ja, wir wollten aber nicht aufgeben, wir wollten das Heilmittel finden.
So, Mia, jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir und haben das Heilmittel. Was passiert jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Gutes Ende. Beim Normalen sind wir ja, glaube ich, einfach wieder im Dschungel gelandet. Das hat sich wiederholt, so gesehen. So, jetzt bin ich gespannt. Mia sprechen. Are you? What happened? You didn't listen, did you? I don't understand. Why are you here? I told you already. I begged you to end it, but you didn't listen. You never do. Was it worth it? Did you get what you wanted? Yes. Antworten. Ja, ich habe das Heilmittel. Yes. Okay. I have the cure, and now I know where to find you. Then go. What are you waiting for? Okay. Das ist neu, oder? Was passiert jetzt? Also ich kann mich noch an diese Sequenz erinnern, hier im Dorf, das sonst ist man hier so durchgedreht und überall musste man diese ganzen Leute ansprechen, die hier rumstanden. Was muss ich jetzt machen? Das ist neu. Gehe zurück zur Landebahn. Okay, wow, das ist auf jeden Fall neu. Jetzt bin ich kurz überfordert. Wie komme ich zurück zur Landebahn? Moment, wir gehen jetzt einfach den Weg zurück, den wir gekommen sind. Oder wir gehen über... ist es schneller über dieses andere Ding zu gehen? Ah, ich glaube, das ist am schnellsten. Über die andere Location, wenn ihr wisst, was ich meine. Über dieses versteckte Labor. Das probieren wir jetzt. Boah, okay, ich hatte jetzt nicht erwartet, dass es jetzt hier wieder weitergeht, aber das ist ja auch nicht verkehrt. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Voilà. Und irgendwo hier ist nochmal eine Wurfhakenstelle. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu weit. Da, okay, das ist sehr gut. Ja, genau, das nehmen wir jetzt. Okay, wir können jetzt vielleicht wirklich gerettet werden. Im letzten Teil, also beim letzten Mal kam dann ein... Oh! Ich hab grad, irgendwo habe ich doch einen Skorpion gehört. Ich habe gerade gedacht, das wäre das. So, jetzt ganz vorsichtig. Jetzt nicht hier vor lauter... Genau, da wusste ich es doch, dass das hier passiert. Zack. Schön vorsichtig. Jetzt nicht auf dem letzten Meter noch versagen. Ja, also ich glaube, im normalen Ende muss man ja... Macht man da nochmal irgendwie in dem Dorf. Da sieht man dann die ganzen... Stammes. Was passiert jetzt? Was ist jetzt passiert? Tower, come in. Oh, ich muss nicht zurück zur Landebahn laufen. Okay. I got it. Schade. I got what everybody's been looking for. Did I hear you correctly? Say again, over. Yes. Yes, you heard me right. I have the cure. A cure? God, are you certain? I'll send somebody right away. You know how hard it is to get permission these days? Christ. Is this really over? Just hurry. Okay. Wir werden tatsächlich gerettet. Nice. Ich hätte jetzt gedacht, ich muss nochmal bis zum Flugplatz zurücklaufen. You think I'm still waiting for you? Oh, sie ist vermutlich schon tot, ha? Ich muss es glauben, ich weiß es nicht, so viel Zeit ist vergangen. Ja, du bist eine Kämpferin, hm. Sag mal, ich weiß nicht. It's been so long. I don't even know how long. Weeks? Months, maybe? You know, you could always come back to me. I really hope that this won't be necessary. Hey, da ist unser Flieger. Oder meiner, besser gesagt.
Hey, Mia. Thank you. Goodbye, mi amor. Oh. Na, sie hat uns schon ein wenig geholfen, indem sie uns immer wieder angetrieben hat hier. Da ist die Green Hell Trophäe. Das heißt, wir haben in Green Hell Schwierigkeit durchgespielt und da ist Just Wait for Me. Ich glaube, das ist die Trophäe für das gute Ende. Und komm, gib sie mir. Da ist sie. Green Paradise Platin Trophäe. Wir haben es geschafft. Da ist die Platin Trophäe. Das war's vom Story Mode auf jeden Fall mal. Ich denke, ich werde mich irgendwann mal auch noch in den Überlebensmodus schmeißen und mal gucken, was da so zu holen ist. Vielleicht ein bisschen Base Building. Mal gucken. Und auf jeden Fall uns auch noch neue Projekte anschauen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Green Hell. Schreibt ein bisschen was in die Kommentare. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier bei mir auf dem Kanal. Bis dahin, vielen, vielen Dank und tschüss.